unten liegt das Mühlental. Und in seiner Mitte der Hof des Müllers Leo Dendig. Solange ich zurückdenken kann, hat sich hier nichts verändert. Jahr aus, Jahr ein dreht sich das Mühlrad. Und von mir aus soll das ruhig so bleiben. Wirklich und wahrhaftig. Eigentlich ein Tag wie jeder andere. Alles geht im Mühlental seinen gewohnten Gang. Philipp ist wie immer mit Eifer bei seiner Arbeit. Und auch der Müller geht mit großem Vergnügen seiner Lieblingsbeschäftigung nach. Leo, dem Malen. Du mal mir das. Aber ganz fein. Der Schmied hilft seiner Frau für sein Leben gern. Bronka streichelt seine Tiere. Und die Kinder spielen Zirkus mit Clementinchen, ihrer dressierten Gans. Als nächstes sehen Sie nun die Gans Clementinchen. Vorgeführt von Bärbel. Sie zeigen nun ihre berühmte Nummer, zeigt das Herz. Voilà. Clementinchen, zeig mir, wo habe ich mein Herz? Zeig es mir, Clementinchen. Zeig mir mein Herz, Clementinchen. Bitte zeig es mir. Bravo, Clementinchen. Du bist das allerklügste Tier auf der ganzen Welt. Mein Clementinchen. Liebe Gans. Und jetzt sehen Sie wieder das tollkühne Clementinchen, die einzige Gans der Welt, die Treppen steigen kann. Bärbel, voilà. So, schön brav. Ist der Leo da? Der Meister in der Mühle. 1, 2, 3, 4, 5. Sieht er das 6, an? 7, kaum zu glauben. 8, 9 und 10. Meine Herrschaften, Sie sahen das Unglaubliche. Clementinchen hat es wahrgemacht. Ganz erstaunlich. Die Gans die Treppen steigen kann. Beifall, meine Herrschaften. Hast du gesehen? Na und, was ist schon groß dabei? Eine Gans im Zirkus. Blöde Gans. Und jetzt, meine sehr verehrten Herrschaften, folgt ein weiterer Höhepunkt. Sehen Sie, wie die alten Römer ihre Streitwagen gefahren sind. Voilà. Ja, ja. Das ist Clementinchen. Ja. Herr Bürgermeister, eine kleine Spende für die armen Zirkusleute. Oh. Du auch eine kleine Spende. Tut mir leid, ich bin selber arm. So, eine kleine Spende für die Zirkusleute. Was ist denn ein Clementinchen? Du auch eine kleine Spende. Und nun, sehr verehrte Herrschaften, der absolute Höhepunkt mit dem Titel Die berühmte schlafende Gans. Also, wenn ich jetzt um absolute Ruhe bitten dürfte. Fertig, Bärbel? Musik, bitte. Gänslein, schön die Äuglein zumachen. So ist's brav, mein Clementinchen. Schlaf schön. Schlaf ein und träum was Schönes. Sofort her. Was gibt's denn, Meister? Hier,
Mann hat sich beschwert. Eine richtige Schande ist sowas. Und das in meiner Mühle. Was heißt hier Mann? Ich war's, Leo. Immer noch besser, als wär's irgendein Fremder gewesen. Egal, ob Fremder oder nicht Fremder, die Säcke müssen sauber sein. Hast du verstanden, du Schmutzwink? Aber Meister, das habe ich nicht verdient. Immer waren die Säcke, wie es sich gehört. Die verdammte Gans, die macht sie dreckig. Sie glauben mir nicht, was, Meister? Aber es ist die Wahrheit. Diese blöde Gans hatte sich in den Kopf gesetzt, immer an derselben Stelle hinzumachen. Genau da, wo ich die leeren Säcke staple. Dann leg sie doch woanders hin. Was? Mich verjagen lassen von so einer dummen Gans? So weit kommt's noch. Was soll der Blödsinn, hä? Eine Gans ist keine Katze, die immer an dieselbe Stelle geht. Tja, Clementinchen, die verrückte Gans schon. So weit kommt's noch. Jetzt dem armen Tier die Schuld geben, was? Kümmere dich um deine Arbeit oder du fliegst raus. Ist das klar? Ich werde Ihnen beweisen, dass es nicht meine Schuld war. Ja, das werde ich. Schon erwischen. Ist mir ganz egal, wie lange ich warten muss. Ich erwisch dich. Hallo, Jacki. Tja, das ist natürlich klar, dass meine Flugkünste interessanter sind als irgend so eine Gans, die ein paar Kunststückchen gelernt hat. Ich fürchte allerdings, ihr werdet es bald bereuen, dass ihr sie aus den Augen gelassen habt. Hallo, Jacki! Liebes Jackilein! Sie ist nämlich eine Künstlerin, die jeden Augenblick der Unachtsamkeit zu nutzen weiß. Ich glaube, meine überaus begabte Kollegin begibt sich hier auf einen schrecklichen Irrweg. Ich dich. Diesmal gibt's für dich keine Rettung mehr. Na, habt ihr es gesehen? Habt ihr gesehen, wer die Säcke schmutzig macht? Und ich hab den Beweis. Ich hab's ja kommen sehen. Meine überaus begabte Kollegin sitzt ganz schön in der Klemme. Philipp, bitte sag uns, was du mit dir vorhast. Bitte, Philipp, sag's uns doch. Schön fett musst du werden, damit aus dir ein anständiger Sonntagsbraten wird. Philipp, willst du vielleicht ein Kaugummi? Oder ein Vorhängeschloss mit Schlüssel? Und wie wär's damit? Guck mal, tolles Auto, nicht? Die braucht noch einiges auf die Rippen. Fühlt doch mal, nur Haut und Knochen. Was ist das bloß für eine Gans? Frisst pausenlos und ist trotzdem dürr wie ein Gerippe. Legt nicht mal Eier. Lieber Philipp, du darfst dir nichts tun. Clementinchen ist doch so lieb. Tja, wenn sie wenigstens Eier legen könnte, dann könnte man drüber reden. Eine Gans sollte lieber Eier legen, statt im Zirkus aufzutreten. Habe ich doch gleich gesagt, oder? Tja, wo sollen die Kinder jetzt Gänseeier herkriegen? Hier sind keine.
Tinas Opa hat erzählt, dass sie immer in den Keller geht. Das wird sein. Heul nicht. Wir finden schon noch welche. Und wenn nicht? Da fällt mir was ein. Sind die nicht ein bisschen klein? Es sind bestimmt ihre. Was habt ihr denn da? Hä? Hier, guck mal, Wronka. Die sind von unserem Clementinchen. Von Clementinchen? Habt ihr kein goldenes Ei gefunden? Was sind für ein goldenes Ei? So, ihr kennt also das Märchen nicht, das vor der Gans die goldene Eier legte? Nein. Nein. Ein armer Schustergeselle rettete einmal eine Gans aus einem tiefen Brunnen und er teilte mit ihr sein letztes Stückchen Brot. Doch die Gans war keine gewöhnliche Gans, sie war verzaubert. Und weil sie ihn für seine gute Tat belohnen wollte, legte sie ein goldenes Ei und schenkte es ihm. Er litt nie wieder Hunger, denn nun war er reich und glücklich. Das kennt ihr nicht? Na, was ist? Sieht schlecht aus. Ich hab's ja gesagt, ich ertappe dich auf frischer Tat. Ja. Da kommst du nicht mehr raus. Hier habe ich die Beweise. Jetzt soll bloß noch mal einer sagen, ich hätte gelogen. Ich freue mich schon auf das Gesicht vom Meister. Ja. Und dann wirst du... Philipp, die Wanzen sind rausgesprungen. Ich komme, Chef. Ihr werdet's ja sehen. Bald gibt's Clementinchen zum Mittagessen und die Eier zum Abendbrot. Wir müssen sie da rausholen. Philipp passt viel zu gut auf. Und wenn, wo verstecken wir sie? Im Brunnen. Und dann schwimmt sie da unten, wie die Gans die goldene Eier legte. Wie die goldene Gans. Jetzt weiß ich, was wir machen. Ja, das ist doch... Du schlaues Biest, du! Hast nur drauf gewartet, was? Runter hier! Ganz ausgekochte bist du! Wenn ich dich erwische! Clementinchen ist keine gewöhnliche Gans und wenn sie Eier legt, dann legt sie goldene Eier. Clementinchen! Das darf doch nicht wahr sein. Wenn diese Eier wirklich aus Gold sind, dann habe ich einen grünen Schnabel. Wie gut, dass die Menschen nie auf die Idee kommen, sich einen Storch zu braten. Also dann...